Einen wunderschönen guten Tag. Hi. Wir grüßen euch hier in Mendig. Wie jedes Mal bin ich auch dabei. Genau. Und der Björn ist auch dabei, der Lenny ist auch dabei. Das heißt, die ganze Kollegin sind wieder da. Die ganze Bagage. Wir gucken uns jetzt halt das Testspiel an. So, dann gehen wir einen Verein zahlen hier. Reserviert. Der Prinz Timo, oder? Ja. Selbst. So Leute, vorne kommt wohl die Karte. Wahnsinn. Da bin ich wieder dabei. Ein einzig Mal. Okay. Ja, liebe Sportfreunde, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier unter Prinz Timo den Ersten auf dem Sportplatz haben. Er war auch früher mal ein Bomben-Tormann. Er war also aktiv bei der Eintracht. Er wird gleich zu unserem ersten Spiel gegen den TuS Koblenz den Anstoß vollziehen und danach werden wir uns noch ein bisschen zurückziehen und Kleinigkeit essen und trinken. Nochmals meinen allerherzlichsten Dank, dass ihr heute hier seid. Timo, wenn du jetzt sagen willst, muss er hier aufkommen. Ich hoffe, dass wir ein paar schöne 90 Minuten sehen und natürlich einen Sieg für unsere SG. Ich habe leider, sag ich mal, zwar früher hier Fußball gespielt, nicht leider, sondern ganz gerne, aber Talent wie mein Vater an der Schritte gehabt, deswegen, manche da mache ich lieber Karneval, kann ich ein bisschen besser. Aber auf das alles hier nochmal ein dreifach donnerndes Milch! 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 In meinem nächsten Leben möchte ich Stadionsprecher. Dankeschön, lieber Timo. Ja, vielen Dank für die herzlichen Wünsche. Jetzt kann es auch dann bald losgehen mit Fußball. Vielen Dank an den Rebemarkt XL und an Bezirksschornsteinfegermeister Bernd Schlaus. Er hat eine Glücksbringeraktion durchgeführt im Rebecenter am 31.12. und für den guten Zweck Jugendfußball. Und herzlichen Dank an den Rebecenter und an Bezirksschornsteinfegermeister Bernd Schlaus für diese Spende der Jugendabteilung. 800 Euro für die Jugendkasse. Herzlichen Dank. Ja, auf dem Spielfeld sehen wir jetzt den Prinz mit den Mannschaften. Beide laufen ein. Ein Prinz schreitet, ein Prinz läuft nicht. So, und hier vorne vor dem Clubhaus nochmal herzliches Dank an den Rebecenter Mendig für die Spende für die Jugendabteilung in Höhe von 800 Euro. Bezirksschornsteinfegermeister Bernd Schlaus. Ich schwöre. Das ist so nix. Bis zum Anpfiff. Das ist so nix. Das ist Wetter geil. Ich schwöre. Das ist ja abgeflogen. Wintersport. Köln, ja, pünktlich zum Anpfiff. Fängt das hier an zu schneien. Jetzt kommt ein richtig Schneesturm. Pünktlich um 2 Uhr. Wieder wie Köln, ne? Boah, Leute, ist das ein Wetter. Das war Pieptücher. Aber das Stadtbad muss es so oft machen, vorne an der Linse, die trocken machen. Sonst haben die da ein schlechtes Bild. Ich bin damit nicht zufrieden.
Ich habe extra einen Schal angezogen von der TuS natürlich. Der hält schön warm. Der kann ich euch nur empfehlen. So, wir stehen hier am Tor. Bis jetzt ist noch kein Tor gefallen. Gegen Tor. Also wenn was kommt, dann sind wir direkt drin. Dabei. Ja. Ja. Komm, rüber. Und Ecke, komm, Ecke. Nimm ihn. Ecke. Kommt hin, kommt hin. Haben wir den Marcel verloren. Deswegen. Nee, oder? Hey, der ist weg. Echt? Ja, Leute, das ist uns gerade gar nicht aufgefallen, da der Marcel gar nicht hier bei uns ist. Doch, da hinten. Nee. Warst du denn hier? Marcel. Mach mal die Mütze und dann weißt du, was ich mache. Ah. Du bist eisekalt. Da hast du in der Hand schon wieder kaputt. Das ist andere Geschichte. Hast du Finger ab? Nein. Doch, da fehlt ein Stück. Der ist ja viel kleiner wie der andere. Nein, guck, da fehlt ein Stück. Guck, da. Das war schon ewig. Hier. Das stimmt dir. Hier, guck mal nach da. Ja, gut, ich wollte ein bisschen schocken. So, Leute, der Björn kommt jetzt auch. Dem ist wohl auch zu kalt. Ja, Mann. Nö, ich wollte jetzt eigentlich wieder zurückkommen. Ich war gerade, guck, ich war schon ein paar Meter gegangen. Ja. Guck, ich war gerade am Weg wieder zurück. Hey, was ist das denn jetzt? Ist das schwierig zu filmen, Leute? Kamera wird so nass von dem ganzen Schnee. Nein, Schirm bringt auch nichts. Hallo, frohes neues Jahr euch. Euch auch. Dankeschön. Danke, Marcel. Da sind wir doch schon mal richtig. Sollst du mich gleich in die Trainerbank. Ja, ich auch. Jetzt komme ich auf die Klassik-Dinge. Simmer, ja. Am Ende der Bratwurst. Geil. Steht da leid? Ah, seine Chance. Jetzt hab ich nicht die Kamera heute gehabt. Jetzt bleibt das nicht. Was ist denn jetzt? Schritt, Peter. Oh. Und zittern, ey. Ja, doch voll ist die Rot! Schön, Toni. Simon, ob ich einen kleinen Olaf bauen kann? Gut. Ein kleines Bad bauen kann? Ein Olaf. Was ist das? Ein Schneemann. So. Hallo. Halbzeit. 4 Minuten. Jetzt gehen wir uns mal aufwärmen. Abmarsch nach hinten rein. Ja, hör mal rein, es ist voll. Jo. Okay. Sie schlägt alles, Leute. So, alles zensiert. Geiler Videoeffekt, guck mal. Hallo. Zu froh, ne? Ja. Wieder eine Brille. Ja. Ja. Gute Frage, wie kommt man da jetzt hin? So, seht ihr viele Leute hier, gell? Boah.
Was da sind die? Kamera. Ja. Ja, ist nass. Hallo? Sieht man mich? Ja. Ich hab viele mal gemacht. Alle Anschauer, wir verabschieden uns von den Prinz-Team und den ersten Rechtsschulpilot vom Deutschen Haus mit einem dreifach donnernden Männisch. Ahoi! Männisch! Ahoi! Männisch! Ahoi! Dankeschön, war schön bei euch. Tschüss! So Leute, alle am Vloggen hier, da habe ich meine Kamera gerade auch mal angemacht. Wir tun uns gerade hier ein bisschen wärmen. Wir haben ein paar interne Infos gefunden, vielleicht sehr interessant. Tore können nur durch Kurzpässe erzielt werden. Das ist ja sehr interessant. Ja. Okay, interne Infos. Weil dann von welchem Verein sie sind. Wir fahren hier die Taktik. So Leute, wir sind wieder draußen. Mir geht das wieder zurück. Wo wir eben waren an die Trainerbank, wie es sich gehört. Spielstand ist 0-1, das ist sehr gut, das haben wir leider nicht gesehen. Weil wir Trainer noch am Aufwärmen waren für die Akkus und der ganze Kram. Aber jetzt gehen wir da zurück und hoffen wir, dass wir noch ein Tor filmen. Ich geh mal ein Tor, ah ne, doch nicht. Lol. Wir sind hier mit der Kamera beschäftigt, die Dose durch schon wieder. Ey. Krass, ey. Man lässt sich mal ein bisschen leiden, dann macht es direkt zwei Tore, oder was? Sag mal was, wir sind entstanden, wir haben nichts gesehen. Tja, sagen sie euch nicht. Ach komm, Zuschauer, die wollen das wissen. Einer habe ich nicht gesehen, weil ich da hinten rübergegangen bin. Aber der andere habe ich gesehen, der ist von der Mittellinie, also außen, reingepasst und hat den dann schön mittig gelegt und schön reinge. Ja, da war ja gerade jetzt, gell? Wir wollen ja gerade hier genau, abfilmen und dann Jakobs Tor geschossen. Genau, genau. Zum 0-2 für die Disco Valet. Ja. Ich kann den freischalten. Ja, ja, der musste da erst irgendwas da einstellen. Ja! Oh, ja. Ja. 13-0 für die TuS aus Koblenz. Torschütze mit der Nummer 14, Fabian Montabell. Danke, Jung. Super. Weiter so. Jetzt kann es ruhig Ende. Wie in Aachen, du Alex. Pfeif ab, ich will heim. Der Björn sagt. Nein, 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 hier geht noch was. In dem Moment fällt das Tor. Bitte verdunkt. Das war so geil, ey. Und der Alex, ja, ja, Björn, sagst ja, hier geht noch was. Björn sagt, ja, wie ich sagte. Also, nicht sagen, das war es. Pfeif ab. Hier geht noch was. Grüß an Alex. Ich hoffe, du bist gut heimgekommen, Alex. Ich hoffe, die Grüße in Hamburg sind gut angekommen beim Dirk. Dirk ist in Hamburg. Ja. Nach Dresden noch schöne Grüße. Nach Köln, Düsseldorf, Aachen, Duisburg, glaube ich, hatte ich auch eine. Wo noch? Ulm. Ulm war noch eine. Liebe Grüße an alle. Die 85. Spielminute, Anschlusstreffer für die SG Eintracht Hennigsberg, Torschütze mit der Nummer 3, Matthias Strahl zum 3:1. Hi, liebe, ist es zu Ende? 3:1. Für die? Du Skoblenz. Ja. So, das war der Schlusspfiff von Schiedsrichter Alexander Mürz. Die TuS gewinnt mit 3:1 gegen die SG Eintracht Hennigsberg dieses Testspiel. Ja, wir wünschen der TuS und vor allen Dingen auch unserer Mannschaft viel Glück für den Saisonstart. Die TuS gehört in die Regionalliga und ich denke, das ist für uns alle gut. Also viel Erfolg für die Rückrunde und die Spieler können sich jetzt gerne im Clubhaus aufwärmen und einen Imbiss nach dem Duschen zu sich nehmen. Also noch viel Spaß im Clubhaus. Lunes, martes, me pones pez, miércoles, jueves.
fahren uns jetzt heim und da wird das Video geschnitten. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn euch gefällt, gebt einen Daumen hoch. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Macht es gut. Haltet die Bude warm daheim, das ist arschkalt. Macht die Heizung an. Tschüss, Leute. Gell. Danke für alles. Für das Abonnieren und Daumen hoch. Ich muss den Jungs jetzt das Auto aufmachen, weil die sich die Eier am Abfrieren. Macht gut, das war das Mendig. Bis zum nächsten. Ciao, Leute.